Das heutige Video wird euch präsentiert von Bing X. Kryptos kaufen, handeln oder einfach Copy-Traden. Willkommen in eurem sozialen Trading-Netzwerk. Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum Mittwochsvideo Zahlen, Daten und Fakten. Und ihr seht es schon, die letzten 24 Stunden liefen nicht ganz so geil. Trotzdem werden wir uns heute mal ein bisschen die Zahlen anschauen. Außerdem habe ich heute einiges für euch im Aufgebot. Unter anderem sprechen wir mal über die Geschichte um Nuri. Nuri schließt nämlich jetzt seine Konten. Es scheint so, als würde die Insolvenz bestehen bleiben. Es wurde scheinbar keine Lösung gefunden. Und so werden nun die Nuri-Kunden angehalten, einige Dinge zu tun in einem gewissen Zeitraum. Was genau ihr tun müsst, werde ich euch gleich erklären. Außerdem gucken wir uns mal an, inwieweit Ethereum vielleicht gar nicht mehr so dezentral ist, wie ursprünglich mal die Idee. Denn hier ist ein ganz krasser Eingriff passiert bezüglich dieser Tornado-Cash-Geschichte. Werde ich euch gleich alles aufbröseln. Und wir haben natürlich die Geschichte des heutigen Tages. XRP bekommt eine Ethereum-Sidechain. Wie das Ganze funktioniert, was es mit einer sogenannten Ethereum-Virtual-Machine auf sich hat, was das ist und alles, was ihr wissen müsst, werdet ihr gleich erfahren nach dem Intro. Ja, ihr Lieben, der heutige Tag ist relativ blutig, viele Projekte sind deutlich im Minus, aber ich kann euch beruhigen, wenn wir mal auf die Wochensicht gehen, ist das Ganze schon mal wieder einigermaßen repariert. So haben wir zum Beispiel Casper als ganz großen Gewinner diese Woche, der Huobi-Token, Aave, Quant, nach wie vor ein Brett, ja. Quant läuft richtig gut, freut mich auf jeden Fall sehr für die Quant-Hodler unter euch, gibt ja einige und ich freue mich sehr, sehr, sehr doll darüber, dass es so gut läuft und vor allem jetzt auch schon so lange so gut läuft. Quant scheint momentan echt so ein kleiner Geheimtipp, no financial advice, aber Quant schlägt auf jeden Fall momentan sehr, sehr viele Projekte. Gekauft werden trotzdem andere Projekte und zwar XRP und Matic sind jetzt hier in den Altcoins ganz oben mit dabei. Bitcoin, Ethereum lassen wir mal wieder so ein Stück weit außen vor. Ihr seht aber hier zum Beispiel Quant, IOTA, Lisk und Zcash. Lisk auch schon ewig nicht mehr gelesen. Wow, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch Lisk kennt. Ist ja auch schon ein uralt Projekt. Ja, also ihr seht, es hat sich hier offiziell wenig geändert. Die Leute sind momentan generell weniger am Kaufen. Das Volumen ist überall so ein bisschen runtergegangen. Man merkt schon relativ stark, dass die Leute so ein bisschen das Interesse verloren haben an Kryptowährungen. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen meiner Meinung nach, weil wenn wir diesen Bereich erleben, dann wissen wir eigentlich, dass wir schon einen Großteil der Durststrecke hinter uns haben. Denn die meisten Leute kommen immer in den Markt, wenn es gerade richtige Höhen gibt. Und wenn der Markt so richtig schön rausgelangweilt wurde, rausgeärgert wurde, haben wir eigentlich immer mehr die Tendenz, dass wir den Boden sehen. Und ich bin mal gespannt, wie die nächsten Wochen sich gestalten, ob wir dieses Jahr nochmal einen positiven Aufschwung erleben, vielleicht im November oder Dezember oder aber vielleicht ja doch noch der goldene Oktober, der bislang eher so ein bisschen rot war oder rötlich zumindest. Also ich glaube, da geht noch einiges. Der Crypto Fear and Greed Index, das nur mal der Vollständigkeit halber, ist unverändert. Ja, die Angst hat sich scheinbar festgefahren, der Zeiger bewegt sich kaum noch, scheint hier irgendwo festzukleben. Also falls du irgendeine Idee hast, wie wir das Ding mal wieder lösen können, dass er mal wieder in den grünen Bereich ausschlägt, dann schreibt es mir auch mal sehr gerne in die Kommentare. Nuri schließt alle Konten, ja, ein nicht so schönes Thema, aber wichtig, um zu wissen, was jetzt zu tun ist. Nach der Insolvenz im August kündigte das Berliner Startup nun die Schließung aller Konten an. Bis Mitte Dezember sollen Kundengelder, Kryptos und Investitionen abheben. Der Sanierungsplan ist gescheitert und so schließt Nuri zum 18. Dezember alle Bankkonten. Also schon mal merken, bis dahin musst du spätestens aktiv geworden sein. Alle erhielten so eine Nachricht, ich natürlich auch. Und die hat nochmal ganz klar geschildert, dass es leider keine Möglichkeit gab, das Ganze nochmal zu drehen. Sie haben es zwar versucht, es gab auch einige Runden, aber die aktuelle wirtschaftliche Lage, die Aussichten für die Zukunft und all das haben da eben negativ mit reingespielt. Aber auch wenn Nuri nicht weiter bestehen kann, werden die einzelnen Gesichter der Firma auf jeden Fall weitermachen, denn alle sind von der innovativen Finanztechnologie und von dem Potenzial überzeugt und ich drücke jedem Einzelnen die Daumen. Das müsst ihr auf jeden Fall tun. Kunden, die ihr Geld noch auf der Plattform halten, sind angewiesen, bis zum 18. Dezember alles auszuzahlen. Danach werden die Konten geschlossen. Auch Investoren, die über die Neobank Bitcoin oder Ethereum gekauft haben, werden aufgefordert, folgenden Hinweis zu beachten. Wenn sich auf deiner Nuri Wallet Bitcoin oder Ethereum ein Guthaben an digitalen Vermögenswerten befindet, empfehlen wir dir dringend, dieses auf eine andere Wallet zu übertragen. Ja, ihr wisst also, bis zum 18. Dezember solltet ihr denn eben eure Coins abgezogen haben. Meinetwegen auf eine Ledger, auf ein Decent Wallet oder sonst was. Ein Link zu dem Ledger findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Und mit dem Ledger soll übrigens auch sehr zeitnah möglich sein, dass ihr XTC darauf speichern könnt. Es gibt noch immer keine perfekte Lösung, aber sobald es die gibt, werde ich wahrscheinlich sogar mal ein kurzes Tutorial dazu machen. Ja, und jetzt kommen wir mal zu einer Nachricht, die ich persönlich sehr interessant finde. Denn ich sage ja immer mal
wieder, gerade in unseren Livestreams, dass ich so ein bisschen der Meinung bin, dass Ethereum über die Ethereum Alliance zentralisiert ist oder zumindest gewissermaßen zentralisiert ist. Rein technisch betrachtet geht das natürlich nicht, denn wenn wir nur die Technik betrachten, dann wäre es so, dass erst einmal alles ganz gut verteilt ist auf einzelne Knotenpunkte, wenn wir über Proof of Work sprechen oder eben die doch sehr starke Verteilung von Ethereum in der Weltbevölkerung. Also wir merken schon, dass Ethereum generell auch, was den Proof of Stake Bereich betrifft, eigentlich technisch gesehen relativ dezentral ist. Ja? Was aber dazu kommt, ist, dass es eben einige Ausnahmen gibt und so habt ihr bestimmt immer mal wieder gehört, zum Beispiel zuletzt auch bei Binance, dass Transaktionen rückgängig gemacht wurden oder irgendwie ein Team entscheidet, dass jetzt das und das gemacht wird auf der Chain und. Und das ist natürlich dann gewissermaßen doch schon ein Eingriff in das Ganze und da kommt dann plötzlich das Wort Dezentralisierung ganz schnell mal abhanden und wird durch Zentralisierung ersetzt, weil wenn natürlich ein CEO oder eine kleine Gruppe einer Firma entscheiden können, wann und in welchem Ausmaße eine Blockchain gestoppt wird beziehungsweise inwieweit Transaktionen ungültig oder rückgängig gemacht werden können, dann hat das ganz einfach nichts mehr mit Dezentralisierung zu tun. Jetzt gab es einen sehr spektakulären Fall und zwar hat Ethereum Transaktionen aussortiert, nachdem das US-Finanzministerium ihnen das auferlegt hat und gesagt hat, ihr müsst das oder ihr sollt das machen. Es geht um diese Geschichte um Tornado Cash. Ich habe schon einige Male mit euch darüber gesprochen. Tornado Cash ist quasi ein Mixer und Mixer bedeutet, ihr könnt dort eure Coins über ganz, ganz viele einzelne Mini-Transaktionen verschleiern. Ja? Viele Leute nutzen das, um eben die Herkunft ihrer Coins zu verschleiern. So, der Vorwurf wiegt schwer. Betreibt Ethereum Zensur über die Hälfte aller Transaktionen des umstrittenen Kryptomixers Tornado Cash, werden von den Validatoren gemieden. Ihr verspiele damit die ihr Kernattribut einer Blockchain, die Dezentralisierung, Zensurresistenz und Neutralität, so die Kritik. Doch, es wird noch ein bisschen komplizierter. Einige Transaktionen sind auf einer Blockchain anonymer als andere, wenn sie durch einen Mixer gejagt werden, der die Transaktionspfade verschleiert. Ideal für fragliche Finanzgeschäfte. Hier soll auf jeden Fall ein Viertel aller Geschäfte, die bei dem Mixer durchgeführt wurden, irgendwie mit kriminellem Hintergrund sein. Finde ich übrigens sehr spannend, wie man da plötzlich auf einmal unterscheiden kann beim Mixer, wer kriminell ist und wer nicht. Aber die werden schon ihre Methoden haben. Vor diesem Hintergrund setzt die Kontrollbehörde des US-Finanzministeriums das sogenannte Office of Foreign Asset Controls, also OFAC, den Kryptomixer Tornado Cash Anfang August auf die schwarze Liste. Jetzt kommt's. Dadurch, dass die auf der schwarzen Liste stehen, ist es ja normalerweise noch nicht getan. Denn technisch gesehen würden ja trotzdem noch die ganzen Validatoren weiter die Transaktionen bearbeiten. Aber es gibt zwei Dinge, worauf die Validatoren achten. Erstens, sie gucken, wie viel Geld bekomme ich, wenn ich jetzt diesen Block als Beispiel validierte. Ja, also wenn man eben guckt, Mensch, wie viel Geld kriege ich oder wie viel Gebühren kriege ich bei dem Block, wie viel Gebühren kriege ich bei dem Block, entscheiden sich im Zweifel die Miner bzw. Validatoren immer für den, der am meisten bringt. Und jetzt kommt die zweite Sache. Die meisten Validatoren nutzen in der Praxis eine Software, die mit dem Namen MEV Boost von Flashbots. Und diese Software ist halt auch in der Lage, gewisse Dinge zu filtern. Und so haben sie eben diese, ja, nennen wir sie mal auf der schwarzen Liste stehenden Transaktionen einfach gefiltert. Somit werden die quasi den Validatoren gar nicht angezeigt und somit gibt es auch keine Möglichkeit, dass die bearbeitet werden können. Und dementsprechend sind 80% dieser Tornado Cash Transaktionen nun auf der Strecke geblieben. Ethereum ist also technisch betrachtet nach wie vor total dezentral, aber mit Hilfsmitteln wie dieser Software eben zum Beispiel kann ganz klar eingegriffen werden und dann plötzlich doch zentrale Entscheidungen getroffen werden. Und das ist natürlich überhaupt nicht cool. Es hagelte auch ordentlich Kritik, unter anderem zum Beispiel auch von Coinbase und Coincenter. Die beiden klagen jetzt gegen diese kontroverse Entscheidung, dass US-Finanzministerium eine Zensur des Codes einer Open-Source-Software käme, die nach US-Recht einer Verletzung der Meinungsfreiheit gleich. Falls du dich für mehr zu dem Thema interessierst und vor allem auch noch ein bisschen tiefer eintauchen willst und vielleicht noch mal ein paar Details verstehen möchtest, werde ich dir diesen Artikel genau wie alle anderen Artikel unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, kommen wir mal zu den Ripple-News. Erstens habe ich für euch mal so ein bisschen was uns jetzt in diesem Monat noch erwartet in den letzten Tagen und dann sprechen wir mal über die Sidechain. Also, es gibt einen wahrhaftigen Terminmarathon bei Ripple und XRP. Nach Angaben des Anwalts, ich glaube, es war dieser Filen, beginnt der Terminmarathon am 18. Oktober, also gestern, wenn die Parteien alle Materialien in Bezug auf Widersprüche zu Anträgen auf ein summarisches Urteil einreichen, die vorübergehend versiegelt sind. Zwei Tage später treffen sich alle Parteien und beraten sich um die von jeder Seite beantragten Änderungen in den Einspruchschriftsätzen festzulegen. Am 24. Oktober werden die Parteien öffentliche redigierte Version der Einspruchschriftsätze einreichen, wobei nur die von den Parteien während des Treffens und der Beratung gewünschten vorläufigen Änderungen vorgenommen werden. Damit wird die XRP-Community einen besseren Einblick in den Fall erhalten, da bestimmte Textstellen in den Akten geschwärzt
geschätzt sein werden. Es warten also einige formelle Termine auf uns und wer weiß, vielleicht gibt es da ja mal irgendwann Neuigkeiten. Im November wartet ja auf uns dieses Ripple Swell Event, das ist immer so eine große Veranstaltung, so eine große Messe, so eine Fintech-Messe, wenn man so will, die von Ripple veranstaltet und ausgetragen wird und dort kommen eben ganz, ganz viele namhafte Speaker, dort werden Netzwerke erweitert, man verknüpft sich so ein bisschen mit der Branche und alles in allem also sehr, sehr spannend. Dieses Jahr soll es, glaube ich, virtuell sein. Mal sehen, ob wir da ein bisschen was zu zeigen können. Mal sehen, ob ich da ein bisschen drauf reagieren kann oder so, dann werden wir das dieses Jahr gerne mal machen. Aber viel wichtiger als das Swell, XRP bekommt eine Ethereum-Sidechain. Ja, ihr habt richtig gehört, Freunde. Über eine Ethereum-kompatible Sidechain sollen XRP-Entwickler nun auch die Vorteile der ETH-Blockchain nutzen können. Das Blockchain-Software-Unternehmen Persist hat eine Ethereum-kompatible Sidechain auf dem Entwicklernetz von XRP gelauncht. Das geht aus einer Mitteilung von Ripple X hervor. Dieses sogenannte DevNet ist vom Ripple-Hauptnetz getrennt und wird häufig zu Testzwecken oder zur Fehlerbehebung genutzt. Sidechains machen es Entwicklern leicht, die Chain für ihre Anwendungsfälle anzupassen, erklärte David Schwartz. Entwickler müssten nun nicht mehr zwischen XRPL oder der EVM, also Ethereum Virtual Machine, werden wir uns gleich mal anschauen, den Begriff, kompatiblen Blockchains wählen, sondern können das Beste aus beiden Welten nutzen. Ob sich die Communities nach langem Streit nun zusammenfinden, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Meinungsverschiedenheiten zwischen David Schwartz und Vitalik Buterin. Ja, also es wirkt so, als würden die Lager nach wie vor nicht die besten Freunde sein, aber man einfach eben merken, die können gut miteinander arbeiten, das kann für beide Parteien Vorteile bringen und ich finde es mega geil, dass sich alles so miteinander vernetzt. So, was ist jetzt so eine Ethereum Virtual Machine? Das haben bestimmt viele von euch schon gehört. Jetzt erkläre ich euch das Ganze einmal. Also, die Ethereum Virtual Machine ist eine virtuelle Komponente, die in jedem vollständigen Ethereum Node enthalten und in der Lage ist, Bytecode für Verträge auszuführen. Smart Contracts sind in der Regel in höheren Sprachen wie zum Beispiel Solidity geschrieben und werden dann zu Ethereum Virtual Machine Bytecodes gesammelt. Virtuelle Maschinen schaffen tatsächlich eine Ebene der Abgrenzung zwischen dem ausführenden Code und der ausführenden Maschine. Diese Schicht wird benötigt, um die Portabilität von Software zu entwickeln, sowie um sicherzustellen, dass Anwendungen voneinander getrennt und von ihrem Host isoliert sind. Die EVM wird für das Ethereum-Protokoll benötigt und ist für den Konsensgenerator das Ethereum-System notwendig. Sie ermöglicht es, jedem Code in einem bestimmten Ökosystem einzuspeisen, in dem das Ergebnis der Ausführung bestätigt werden kann und welches vollständig deterministisch ist, das heißt Smart Contracts verwalten können. Jetzt mal eine Kurzversion von Alex für euch. Also, ihr könnt euch das so vorstellen, man hat einfach so einen Code oder sowas in der Art und ist damit in der Lage, quasi einen Teil von der Ethereum-Chain einfach rüber zu transferieren auf eine x-beliebige andere Chain. Natürlich muss das Ganze angepasst werden, weil jede Chain ihre eigenen Regeln hat und ihre eigene Sprache. Aber somit kann man quasi indirekt Ethereum auf jede andere Blockchain bringen. Ja, und das Ganze nennt sich dann Ethereum Virtual Machine. Gibt zum Beispiel das MetaMask Wallet, das ihr sicherlich alle kennt. Und bei dem MetaMask Wallet könnt ihr auch zum Beispiel IOTA mit einbinden und eure IOTA empfangen und so weiter. Alles über die Ethereum Virtual Machine. Also sehr, sehr interessant das Thema. Wenn ihr euch tiefgründiger dafür interessiert, werde ich mich mal wirklich tief da reinlesen und euch das Ganze gerne nochmal in der Gänze nahebringen. Aber ich glaube, es reicht schon zu verstehen, dass es einfach eine Möglichkeit gibt, dass diese beiden Chains miteinander zusammenarbeiten können und dass da Smart Contracts verwaltet werden können. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Es gibt aber noch eine weitere Plattform, die uns allen ja irgendwie noch im Hinterkopf ist und bald geht es auch hier los und zwar das sogenannte Flare Network. Das Flare Network soll eigentlich im Prinzip genau das gleiche machen, ist allerdings jetzt erstmal auf andere Assets spezialisiert. Dort gibt es dann quasi ein Derivat, das erzeugt wird, also du hinterlegst meinetwegen XRP, die machen aus deinen hinterlegten XRP, die sind dann quasi ein Pfand, FXRP. Und diese FXRP könnte dem Netzwerk hin und her geschoben werden und irgendwann kann man die dann wieder zurückverwandeln in XRP. Gut, XRP ist jetzt nicht so spannend, aber stellt euch mal vor, ihr hättet zum Beispiel jetzt Litecoin oder Dogecoin, die ja doch eher etwas langsamer sind als XRP, dann könntet ihr plötzlich aus Dogecoin ein F-Doge machen. Ja? F-Doge ist dann genauso schnell wie XRP und später, wenn ihr fertig seid mit eurem Kram, könnt ihr das Ganze wieder zurückverwandeln und eure Doge wieder abziehen. Das ist so die grundlegende Idee von einem solchen Netzwerk und somit kann man dann eben quasi jeden einzelnen Coin auf dem XRP-Ledger abbilden mit den Attributen, die eigentlich nur XRP hat. Und das ist natürlich ein riesengroßer Zugewinn. Aber ihr seht schon, noch ist es nicht so weit, noch muss sich XRP anderweitig helfen und sucht eben Sidechains. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt scheinbar mit Ethereum-Form annimmt. Ja, Freunde, heute mal eher eine lehrreiche Ausgabe. Ich hoffe trotzdem, sie hat euch gefallen. Ich finde es immer sehr, sehr wichtig, dass man sich auch mal weiterbildet und immer mal guckt, wenn man irgendwas nicht versteht, dass man versucht, es irgendwie nachzuschlagen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Ergänzungen, schreibt sie sehr gerne hier unten in die Kommentare. Ansonsten war es das für heute. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Bleibt mir gesund, ihr Lieben, und bis bald. Ciao!